Ich bin Judith. Meine Aufgabe bei Bellevue ist immer hier sein und nicht weggehen. Na, und ich koordiniere die Veranstaltungen hier und dann, was mache ich noch? Ich schaue, dass alles läuft und funktioniert und dass hoffentlich alle zufrieden sind. Schaue, dass die Künstler hier irgendwie sich zurechtfinden und schaue, dass ich mich zurechtfinde. Der Montag, da war es erstaunlicherweise recht gut besucht, weil es war so gemischtes Wetter und dann kamen total viele und ich glaube, wir hatten nämlich auch an dem Wochenende vorher einen Bericht in der Zeitung und ich glaube, deswegen sind auch ziemlich viele Leute gekommen. Und dann gab es am Abend einen Film, den habe ich aber gar nicht gesehen, da waren nämlich wir in der Sauna, waren wir da, glaube ich. Das war super. Das war mein Programm-Highlight in der Woche. Eine Woche, einen Abend Sauna. Na, aber da kam... Welcher Film kam denn da? Der mit Westernhagen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie er hieß. Aber von dem her kann ich da gar nichts sagen. Aber ich glaube, das war nett. Irgend so ein Promi-Film. Und dann kam der Dienstag. Da war die lustige Talkshow mit dem Esel. Und die einerseits total nett war, weil sie nämlich drin war. Und es gab es ein sehr nettes, intimes Gespräch in kleiner Runde. Aber alles am Ende der Talkshow, als sie eigentlich schon vorbei war. Und der Esel sah aus wie eine alte Frau im Gehrock. Und dann war die Talkshow, ging es um Klischees und Rollenbilder und ich glaube, die wurden auch zum Teil in der Talkshow selber produziert. Freiwillig oder unfreiwillig, weiß ich nicht. Und dann ist die Elke Krasny angekommen am Anfang der Woche aber schon. Und die war Dienstag auch in der Talkshow und das fand ich total nett, was sie gesagt hat. Und dann kam der Mittwoch. Scheiße, was war denn am Mittwoch? Ah ja, genau, der DJ-Abend. Die Frau, die Female-DJ. Und die Asfinag war zu Gast und überraschenderweise war das sehr nett mit denen. Und das war eh ein guter Tag, weil es eben so nicht so heiß war. Und dann kamen ziemlich viele Leute zu dem DJ-Abend und es war nette Musik. Aber ja, es war irgendwie ein netter Abend, weil es so entspannt war und irgendwie hatte man so das Gefühl, ah ja, die leben hier alle so und kommen hierher und tanzen. Aber ich hatte noch das lustige Abenteuer mit dem Clemens, mit dem Betrunkenen, der unterm Bauzaun lag und nicht mehr weg wollte. Das war auch der Mittwochabend. Aber irgendwann ist er dann von der Polizei nach Hause gefahren worden. Und dann kam der Donnerstag. Und was war am Donnerstag? Da haben die Jugendlichen vom Riff gekocht. Ja, und die haben, glaube ich, sogar ziemlich gut gekocht. Ich habe es selber nicht probiert. Und eigentlich hatten wir ja die vegetarischen Köchinnen, also die vegetarisch gekocht haben bei uns. Aber da gab es dann am Donnerstag ausnahmsweise falschen Hasen. Also vegetarisches mit so einem Riesenberg Fleisch. Und dann am Freitag, da kamen ja unsere IKEA-Freunde, die waren zu Gast. Naja, und das war eigentlich echt okay. Also irgendwie hatte man schon das Gefühl, okay, Bellevue ist gerade ein Abend nicht mehr Bellevue, sondern vermietet an ein Einrichtungskaufhaus. Aber die haben sich voll die Mühe gegeben und die, sobald dann die Hotdogs aus waren, war es dann auch wieder okay, weil die Leute nicht mehr wie Termiten um die da auf der Plattform rumstanden. Aber es war irgendwie, glaube ich, seit der Eröffnung so voll, war es, glaube ich, seit der Eröffnung nicht mehr wie an dem Abend. Und es ist halt immer ganz lustig, wenn man merkt, wie so Abende funktionieren. Und dann kam der Samstag und da waren alle schon in Hochzeitsvorbereitungen, also wir zumindest. Und was war denn Samstag? Samstag war noch irgendein Workshop, oder? Na, aber es war noch irgendwas anderes. Ach ja, der DJ-Workshop, der Mixing und Scratching mit der Angelika, mit der Miss Undercar. Und dann war auch die offizielle Präsentation von den Akademien, von der Akademie mit der Angelika Fitz. Und die haben das echt super gemacht. Die haben ja eh total viel hier gearbeitet und irgendwie ein schönes Fanzine produziert und eine gute Präsentation gehabt da im Medienraum. Und eine nette kleine Ansprache gehalten. Und dann gab es noch die David-Moises-Rennen, was... wo es Tränen gab, weil sich die Kinder so sehr in das Rennen reingesteigert haben, als es dann Verlierer gab, sie todunglücklich waren und aber dann mit Trostpreisen Gott sei Dank wieder zum Lachen gebracht wurden.
Ja, das war total lustig und einfach, weil man dann auch gemerkt hat, wie wichtig den Kindern so ein Rennen ist, ja. Also was für uns so ein Spaß ist oder wenn der Esel dann so lustig moderiert, aber die einfach wie besessen da in die Pedalen steigen. Und dann kam am Abend das Konzert und dann hat noch der von Nie die lustig in weiß gekleideten Astronauten, die haben lustig gespielt und die Gäste haben durchgehalten, obwohl es total die laute Gitarren- und Schlagzeugmusik war. Aber lustig, dass niemand von den Gästen gegangen ist, sondern echt so dann geblieben sind. Und es war okay besucht, zwar hätte besser besucht sein können, aber wir wussten ja auch, dass die an dem Tag noch woanders gespielt haben, die Band, und das ist in der Stadtwerkstatt und dass sie wahrscheinlich dann nicht ihre eigenen Leute nochmal mit hierher bringen. Aber dafür gab es ja dann den Sonntag, wo es dann nochmal 4 Bands gab und die haben total gute Musik gemacht und haben irgendwie jeweils nur so 2-3 Lieder gespielt, wo ich dachte, das ist ein viel schöneres Format, wenn jetzt nicht eine Band den ganzen Abend irgendwie so ihr Programm durchzieht, sondern wirklich so mehrere Bands hintereinander 3-4 Lieder spielen und dann wechseln sie und dann gibt es dazwischen den DJ, da hat der Andy Kump aufgelegt. Und ja, weil man einfach so zwischen, es war einfach wie so ein großes, wie sagt man, wie so ein Stadtteilfest war das dann eben, dieser FM4 abends und am Morgen, das Highlight überhaupt und ich glaube das Beste bisher überhaupt seit Bellevue war die Hochzeit von der Ruda Koste, das war die Präsentation von ihrer Residenz nach 3 Wochen und da kam ja glaube ich die beiden Stadtteile Bindemichel und Spallerhof und die haben glaube ich zum Teil wirklich gedacht, dass jetzt da geheiratet wird und das fand ich so nett, wie dann irgendwie der eine, dessen Namen ich leider nicht kenne, noch Blumen gebracht hat in Gelb und echt alle so aufgeregt waren, dass jetzt diese Hochzeit ist. Ich meine, ich war auch ein bisschen aufgeregt. Und dann nervt das sehr? Na gut. Ja, und ich glaube, wie viel würdest du schätzen, wie viele waren da? Wir haben dann aufgehört zu zählen. 200 bestimmt, ne? 200, 300. Also auf jeden Fall waren die Stiegen voll und alle Stühle standen draußen und ja, komplett voll. Nein, ich finde, bei der Hochzeit hat man einfach auch gemerkt, wie die Leute mittlerweile auch aus den Stadtteilen mitmachen. Dann bringen irgendwie die Renate Amon und die Rosi Mischinger, bringen dann halt Kuchen vorbei für die Hochzeit. Und der Eduard wird der Brautvater und der Mario, der hier immer ist, wo wir alle wissen, okay, der ist super musikalisch, aber hat irgendwie jetzt auch nicht die Wahnsinnsplattform, macht dann die Begleitband und... Und das finde ich irgendwie super, weil jetzt nur nach 6 Wochen, oder wie lang sind wir? 6 oder 7 Wochen? War das echt so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, das sind ganz viele einzelne Puzzleteile und die haben sich da einfach total gut zusammengesetzt. Und dann der Lukas von seiner Spallerhof-Gang oder wie auch immer, der dann im Bräutigam spielt und irgendwie dachte ich so, ah ja, das hat einfach alles, da konnte jeder so mitmachen, ohne dass man jetzt das Gefühl hatte, oh, was macht man denn jetzt noch mit denen? Also es war so alles so unaufgefordert, nett und so wenig bemüht, dass man jetzt versucht hat, alle mit einzubinden, sondern es war halt einfach so. Und dann kam ja auch noch der echte Pfarrer von der Braut kam auch noch, den wir alle noch nie vorher gesehen hatten und wo wir immer dachten, gibt's den überhaupt? Aber da kam er dann, hat geschaut, wie so eine Fake-Hochzeit aussieht. Ja, und dann fand ich auch nett gestern, weil man am Morgen hatte man komplett hier die Locals und aber auch so ein paar Externe, die natürlich auch zum Gratis-Frühstück gekommen sind. Und dann hat sich im Laufe des Tages, da wurde es ein bisschen ruhiger, da konnte man irgendwie auch mal so ein bisschen pausieren und dann hat sich so das Publikum einmal komplett durchgewechselt. Oder ein paar sind, glaube ich, auch geblieben den ganzen Tag. Und am Abend hatten wir einfach wirklich ein Publikum, was wir bisher noch nie hatten, nämlich ziemlich viele Junge und auch aus der Stadtwerkstatt oder eben diesen, ich sage immer Stadtwerkstatt, weil das für mich so die Leute, die jungen Leute aus der Stadt sind, aber auch, glaube ich, viele aus der Umgebung, die gekommen sind. Und ja, das war echt nett. Und dann gab es noch ganz am Ende des Abends den Tatort, den Schimanski, den ich nicht gesehen habe, weil wir Rudes Abschied gefeiert haben.